Heute schauen wir uns vom Feuerwehrmann Sam das Feuerwehrauto Bessie an. Das wird meistens von Feuerwehrhauptmann Ziel gefahren. Kommt zwar in der Serie nicht so häufig vor, aber es darf natürlich in der Sammlung nicht fehlen. Aber ich würde sagen, wir packen die Bessie jetzt erstmal aus und schauen uns dann die Funktionen und die Besonderheiten etwas genauer an. Ihr könnt den Karton einfach nach oben rausheben. Die Bessie ist zwar noch am Karton festgemacht, aber die bekommen wir schon irgendwie raus. Und jetzt einfach noch die Bessie abheben. Dann schauen wir uns mal einen kleinen Rundumblick an. Ihr seht schon, die Bessie sieht zwar aus wie ein alter Oldtimer, aber der Hauptfeuerwehrmanns Ziel ist ja auch nicht mehr der jüngste. Dann würde ich sagen, testen wir mal, ob unsere Stilfigur ins Auto reinpasst. Die sind zwar beide von verschiedenen Herstellern. Die Feuerwehrmanns Zielfigur ist von Simba und das Auto von Character Toys. Aber das sollte trotzdem ungefähr passen. In der Seite hier haben wir Verstauraum, so kleine Schübe, Regale, die ihr aufklappen könnt. Und natürlich den Feuerwehrschlauch, den ihr mit der Winde auswickeln bzw. rausziehen könnt und wieder aufwickeln könnt. Das ist natürlich zum Löschen der Feuer gedacht. Dann versuchen wir mal, ob der Stil da reinpasst. Nicht perfekt, aber es funktioniert. Das schreit nach einer Testfahrt, würde ich sagen. Und los! Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Die Bessie ist ja eigentlich für Schienen gedacht, aber ihr könnt die ganz einfach auch am Teppich oder am Holzboden hin und her schieben. Das wär's dann im Großen und Ganzen von der Bessie. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder den Kanal abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.